So, da sind wir wieder in Teil 2. So, mit wenig Worten. Ja, immer wieder zurückziehen. Ja, ich habe ihn, wie gesagt, hier an der lockeren Leine. Ja. Und immer wieder umdrehen. Ja, immer wieder reingehen in den Hund. Immer wieder abbremsen. Ohne groß einfach zu streiten. Ja, oder ey, irgendwas zu machen, zu brüllen. Ja, ist oft der Fehler, den ich auch mache. Ja, wenn ich gerade in meinem Gefühlschaos bin, kann es durchaus mal passieren, dass ich mal sage aus, ja, und brülle dann oder reiße wie ein Wilder an der Leine. Passiert alles. Ja, bin ich ehrlich zu euch. Aber ich versuche das zu verhindern, ja, und zu trainieren. Ob das immer klappt, ist halt schwierig. Oh, das zweite Brötchen war nicht gut. Uiuiuiui. Jetzt habe ich Sodbrennen. Ah. So, jetzt muss ich halt gucken, dass keine Trecker oder Menschen irgendwie hier in der Nähe sind. Läuft die Kamera eigentlich? Ja, tut sie. Lucky. So, ich muss gucken. Ja, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich keinen in die Bedrängnis bringen möchte. Ey! Hierher! Ja, dieses Zucken, das kriege ich nicht raus. Der tut mir immer so leid, weil der halt zurückschreckt und zuckt, ne? Oh, Mann, Mann, Mann. Ich kuschel mit ihm. Ich versuche, die Bindung aufzubauen. Aber irgendwie hat er das... Ja, weiß ich nicht, ob ich zu viel rumgefuchtel habe mit der Leine, dass er da Angst hat, dass ich ihn treffe oder was. Da bin ich echt überfordert. Lucky, sitz! Okay. Oh. Wenn ein Zug Notbremse zieht, heißt das immer was nicht so Tolles. Na komm. Nicht immer natürlich, aber leider oft genug. Ja. So, Freundchen läuft. Ja, ich will euch auch mal ein bisschen was zeigen. Ja, da ist das neue Mikro, was ich benutze. Ist natürlich jetzt, hier seht's, jetzt bin ich verkabelt und ja, ich habe vorne die Kamera auch aus, damit ich einfach, ja, die Batterie halt nicht leer mache und die länger hält bei den Spaziergängen jetzt. Deswegen habe ich das jetzt so eingerichtet und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen weniger von mir seht, sondern eher Loki. Deswegen seid ihr ja auch mit auf dem Kanal, denke ich mal, weil ihr euch den Schnauzer angucken wollt. Ja. Und vielleicht auch meine Kommentare. Ich bin auch überlegen, na komm, weiter. Ich bin auch überlegen, ob ich mal irgendwie euch mal mitnehme und ein bisschen zeige. Ja, Luki! 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 Hierher! Sitz! Und alle hopp!
Lucky, sitz. Sitz. Und alle hopp. Ja, so ist fein. Und ab. Und ab. So, die Tasche ist natürlich jetzt bereit. Ja, und er will natürlich mehr. Na ja, los. So, für ihn ist das natürlich ganz toll, ja, Freiheit zu haben. Ja, ich glaube, für wen nicht? Für wen nicht? Ich wünschte, ich wäre auch endlich wieder frei. Ja. Ich würde euch gern so viel erzählen, aber ich kann es nicht. Warum ich mich halt zurzeit nicht frei fühle. Ja, du bist so draußen in der Natur, ist doch Freiheit. Richtig. Aber wenn die Seele eingesperrt ist, kannst du halt die Freiheit, die man hat, leider nicht genießen, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Du verrückter Dackel. Ey, 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 langsam. Raus da, hierher. So. Ein bisschen Erkundung. Halt! Ja, ja, ja. Solche Wege mag er natürlich, ne? So, aber da gehe ich nicht lang. So, hierher. Aber ich habe gerade ein bisschen Erkundungstrip. Hier sind alte Gleise. Aber ich möchte nicht auf denen langlaufen, weil da links ist ein Graben. Und auf den Gleisen zu laufen, ist mir mit ihm ein bisschen zu gefährlich. Lucky, sitz. Und hoppa. Hierher. Sitz. Sitz. Und hoppa, ja, fein. Und ab mit dir. Und ab dafür. Ja, genießt es. Ne? Er genießt es. So, wenn er es genießen kann, kann ich es auch. Ja, ich bin heute so ein bisschen gerade entspannt, weil mittlerweile weiß ich, die Strecke funktioniert. Ich kann ihn hier höller die Hü, holler die war. Loki, hierher! Yeah. Ja, so ist fein. Es ist ganz schön windig heute. Aber für den Lärm entschuldige ich mich. Ich hoffe, dass die neue Rode Mikrofon-Pinüppel irgendwas bringt. Und die Kamera hält jetzt mehr als eine halbe Stunde durch. Ja, heute ist relativ frisch. Man sieht es, ich habe einen Pulli an. Ja, es ist halt ein bisschen frischer. Ja, es ist windig und dadurch hoffe ich, dass die Kamera genug Wind abkriegt und nicht überhitzt. Ich habe natürlich jetzt auch das Frontdisplay einfach ausgemacht, um einfach ja, den Akku zu schonen und längere Aufnahmen zu machen. Ist natürlich jetzt so, dass man nicht viel von mir sieht. Ja. Aber ich denke, das könnt ihr verkraften. Was solche Spaziergänge an Vorteile bringen, ist, wenn der Hund einfach, ja, fertig ist und irgendwann sich einfach nur noch hinlegt und ja, schläft. Ja, hat auch gerade Spaß, auch ein bisschen über die Erde zu laufen. Gut, puh, ja. Wird, denke ich mal, den Bauer nicht so ärgern, solange er da keine Häufchen hinsetzt. Ist, glaube ich, alles gut. So, der ICE, der notgebremst hat, scheint wieder weiter zu rollen.
Ich hoffe, da ist nichts Ernsthaftes passiert. Ja, ich hoffe halt bei sowas immer, dass da halt keiner irgendwie falsche Gedanken kommt. Ja, traurig, aber wahr. Leider ist das so. Ja, jetzt sieht es natürlich hier ein bisschen anders aus. Man merkt, die sind kahl. Ja, bis auf da hinten noch. Der Mais ist weg und dadurch geht natürlich auch der Wind ein bisschen. Ne? Ich hoffe, dass ich jetzt die Aufnahmen auch so bringen kann, weil ich einfach nicht weiß, ob das Mikrofon gut angeschlossen ist und es funktioniert ja fein. Hierher, Loki, sitz, hoppa, irgendwann beißt er in die Kamera. Loki, hierher, Platz und hoppa, nein. Und sitz. Nein. Und nochmal. Hoppa. Nein. Such. Na, such. 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 Ja, such. 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 Loki, such. Ja, so ist fein und los. Ne? So. Nicht nur körperlich den Hund auslasten, sondern tatsächlich auch ein bisschen geistig. Ne? Da müssen wir auch was tun. So, was hast du entdeckt? Kaka? Ja, natürlich Kaka. Was denn auch sonst? Entschuldigung für meinen Husten. Es tut mir leid, aber es ist manchmal so. Ein bisschen schreckhaft bin ich ja schon, wenn man unter so einem Giganten läuft. So ist fein. Hat man ein bisschen Respekt vor, ne? Weil die Dinger sind echt groß und sehr laut. Ich bin halt froh, dass er mittlerweile ja entspannt ist und die Dinger nicht so wirklich wahrnimmt, sondern einfach auf entspannt ein bisschen chillt und ne. Aber jetzt mal wirklich, ne? Ohne die Maisfelder hier, da fehlt was, ne? Oh, so, jetzt sind wir alle getriggert. Ich aus. So, Kaka. Ich habe gesehen, Rehe. Jetzt hoffe ich, dass er nicht das sieht, was ich sehe. Weil er ein Jagdtrieb hat. Ja, er geht Vögeln hinterher, geht Katzen hinterher, Mäuse, Ratten. Aber gut, dafür ist die. Oh, Alter, das kracht mir doch gleich auf den Kopf, ne? Ich hoffe, das Video stellt irgendjemand dann online. So. Hör mal, ja. Beim Spazieren gehen erschlagen, hör mal. Junge, 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 Junge. Da kriege ich Angst. Nein. So, okay, die Befürchtung hat sich gerade von allein erledigt. Und zwar waren hinten paar Rehe und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass sich hier El Bucho kickt. Er hat 1000 Kosenamen von mir, bitte nicht drauf achten.
dass hier er der Meinung ist, irgendwie was zu finden, ja, oder irgendjemanden zu jagen. Ja, so. Und wir sind gerade auch aus dieser Situation recht gut rausgekommen. Ich bin nicht entspannt. Überhaupt nicht. Ich habe immer noch Sorgen. Ich habe immer noch Probleme. Und das hängt gerade nach. Und ich werde euch Zeit. Hi, was ist denn? Ja. Ja. Na los. Jetzt will er. Jetzt will er und sagt, hier, komm, ich will ein Leckerli. Ja. Machen wir das? Nein. Warum machen wir das nicht? Weil, ja, wenn er anfängt zu betteln, mich aufzufordern, ihm was zu geben, habe ich irgendwann einfach ein Problem, weil er mein Leben bestimmt. Möchte ich das? Nein, möchten wir nicht. Haken wir wieder ein hier und gehen ein bisschen weiter. Ich habe immer Angst ein bisschen bei ihm, dass er gleich losrennt und sich irgendwelche Vögel, ja, irgendwelche Tiere schnappt. Oh, jetzt wird das frisch, hör mal. Also, puh. Also es wird wieder so ein langer Teil, wie die letzte. Wie die letzten. Diesmal ist natürlich sehr viel von mir spazieren gehen mit Loki. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber ich, gerade muss ich euch sagen, habe ich einfach gesundheitstechnisch nicht die Kraft, um euch Content zu geben. Wie fahre ich jetzt da und dahin? Ja, wie fahre ich jetzt mit dem Hund in den Zoo? Weiß ich nicht. Ja, habe ich gerade die Kraft nicht für. Und da ich den Kanal nicht einfach stehen lassen möchte, sondern euch ein bisschen, ja, spazieren gehen, ein bisschen Taktik von mir so ein bisschen erklären möchte, was mache ich gerade mit dem Hund, was versuche ich gerade. Ja, gerade als Hundebesitzer müsst ihr so lernen, den Hund, ja, nicht immer hundertprozentig immer zu fixieren, sondern immer im Augenwinkel zu sehen, was macht er gerade. Loki, hierher! Hierher! Loki! 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 So, dann drehen wir um und gehen. Und ganz einfach. So. Hierher! Sitz! Ist das nicht ein schönes Tier? Und such, 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 such. Mach Schnüffelpaket an. Ja, fein. Ja, fein. Luki, such. Ja, fein. Und los. Ist natürlich auch gefährlich, was ich gerade mache. Ich erlaube ihm gerade, Sachen vom Boden zu fressen, die er findet. ist natürlich schwer, im Hund zu erklären. Das ist gut, das darfst du nehmen, das ist mir runtergefallen. Ja, ist schwer zu erklären, so ein kleiner Macho. Ja. So, habe ich hier irgendwo ein kleines Plätzchen, wo ich ein bisschen vernünftig, ohne
ganz dreckig zu werden sitzen kann. Guck mal, hier ist doch nicht schlecht. Ja, hallo. Ah. Ah. Ei, 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 ei. So, wir sehen uns gleich in Teil 3. Bis gleich.